Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Opening. Yu-Gi-Oh! Zirkus Break ist auch heute bei mir eingetroffen. Bisschen spät das Video heutzutage. Ja, einige haben schon eher gekriegt. Ich leide erst jetzt durch ein Inventur von Konami. Kam es ein bisschen später an, aber egal. Wir haben es jetzt hier und ich werde wie immer 12 Booster öffnen von dieser Serie, dass ich über 100 Karten habe. Ich habe mich wie immer nichts weiteres informiert, was alles drin ist. Wir haben hier, das gesamte Set besteht aus 48 Karten, 20 Rare-Karten, 14 Super-Rare-Karten und 10 Ultra-Rare sowie 8 Secret-Karten. Secret-Rare. Ja, wir sind gespannt, was uns drin erwartet. Ich werde jetzt mal diesen Display öffnen. So. Diesmal habe ich auch ein bisschen anders das Sound-Setup eingerichtet. So wie die Lichtquellen, das sollte hier ein bisschen besser sein als auch schon. Wir werden sehen. So, da der ganze für 24 Booster können wir auch eine Seite rausnehmen und wir haben 12 Stück, die legen wir zur Seite. Und dann schauen wir uns mal die ersten Booster an. Und ich muss jetzt sagen, gerade hier die Kamera ist hier ein bisschen rutschen. Mit dem Arm unter dem Kameraarm vorbeikommen. So, was haben wir hier? Der Akkumulator. Aufprall des Weltvermächtnisses. Sieht das gut? Das sollte gut sein, ne? Tempel des inneren Auges. Far Vip Crosser. Metaphysische Dimension. Metaphysische Ragnarok. Krawalla Dentrit. Amazonische Spion. Fernwiedergeburt. So, nach ersten Blick kann ich beurteilen, sind alles neue Karten, kommen mir keine bekannt vor. Kann ich aber auch täuschen, wenn ja, kann ich gerne in die Kommentare schreiben. Nächste Rüstung, Abwesenerei. X-Krawalle Snapphysis, Lyrik-Liedervogel, vertragender Star, Venenschrecken, Wiedervereinigung. Altgeist Ultraban G, da haben wir jetzt sogar einen Ultra gezogen. Amazonische Kaiserin, Kondensator Pirscher, Drachensoldaten, Lunalicht, Kaleidoküken. Schon mal ein Ultra im zweiten Booster, kann man nicht klagen. So. Dann haben wir hier Koki, Kopfstoßmaus, Bauern des Weltenvermächtnisses. Krawalla Dorn, Krawalla Glial, Samurai Zerstörer, Altgeist Silquitaire, Mecha Phantomgeheuer Reiten, Dunkler Engel, Metaphysische Faktor. Bis jetzt hatten wir das Glück, dass wir jedes Mal nicht nur eine Rare, sondern auch nur eine Super Rare oder besser drin hatten. Ist auch bei dem Booster, wenn ihr eine Rare habt, ist meist die Chance groß, dass noch eine weitere Folgen, wobei macht ja keinen Sinn, weil sonst wäre er immer dasselbe. Egal, wir lassen es so stehen. Mistar Sternenboy, defekter Compiler, Aufpalt Weltvermächtnisses, Elementargratie Dorn Radio, Autoraketendrache, Krawalla Axon, Fernwiedergeburt, FA Boxenstopp, Kondensator Pirscher. Ich glaube, mit der Rare macht nur Sinn, wenn sie wirklich ziemlich früh kommt. Also wenn sie erst als 4 kommt, kann man davon ausgehen, dass keine Super Best noch dabei ist. Wenn es als 3 kommt, dann ist es meistens so. Oder als 4, ja, genau. Flinker Biber, Link Infraflieger, brennendes Bambusschwert, Amazon Stoßzieher. Jetzt haben wir nur eine wahrscheinlich. Nee, nicht mal. Den hatten wir auch schon wenig Schrecken. Fangkut, Weltenvermächtnisses, Amano Ivato, Altgeist Kundige, X-Wahler Neurogos. Okay. Gut. Dann machen wir das nächste Booster auf. Warte, die hier sind Haufen von Karten. So, defekter Compiler, Goku Kopfstoßmaus, Aufprall des Weltvermächtnisses. Hallo Halloween, Alter Geist Protokoll,
Knieferdrache, Amazonen Kaiserin. Ja, und dann haben wir Karten, die wir auch schon gesehen haben. So, das nächste Booster. Was steht, was uns diesmal erwartet. So, Amethystrakete Drache. Selbstzerstörungsameise. Kavaladorn. Mister Sternberg hat mir auch schon Feuerkönigin Avatar. Ach so. Metaphysische Ragnarok hat mir auch schon X-Crawler, Nerox, Lengling, Cyberser, Feuerfunke. So, und das nächste Booster folgt zugleich. Den hat mir auch schon. Ebenfalls. Auch sie schon 3 und Tricks, dann Necrosis. Asymmephasie, mein Gott, immer falsch ausgesprochen. Ochama Duo und wie sie reiten und ein Rezeptor. So, dann haben wir noch 4 Booster vor uns. Sind 12. Und wir fangen mit den X-Krawaller an. Entendummy, Goku, Kopfstoßmaus. Flinker Biber, Weltbemächtnis, Weltpanzer, Beschauliches Leben, Drachensoldaten, Schatten über die Weltbemächtnis, Alter Geist, Kundige. Und dann der nächste Booster. So. Lura Licht, Selbststörungsameise wieder mal. Den hatten wir schon einige Male. Daedalus, Nephthys, ja, jetzt haben. Ach, das ist mal der. Ich dachte, wir haben nur eine seltene Karte. Füßer, Cyberserfunkenfeuer, Boxenstopp, Faktor und der dunkle Engel. So, das zweitletzte Booster für heute. So, und dann haben wir hier drin. Eine Nixenrüstung. Den hatten wir auch schon einige Male, der Dorn auch. Tempel des Auges. Dann Hallo Hallo wieder. Und. Ein Vollstrecker metaphysischer, Konsator Pirscher, Alter Geistkundige und der Snifferdrache nochmal. So, dann das letzte Boost für heute. Wäre cool, wenn wir noch einen Sieger erzielen würden, jetzt zum Schluss so. Warum auch nicht, ne? Kavalgial, amazonischer Stoßtiger, linker Infraflieger, Weltenvernetzung, Weltpanzer, Alter Geist, Silkuiter, leider nicht, Spionin, Boxenstopp. Strecke wieder und der Schatten über die Welt für mich ist es. So, das war's dann wieder mal. 12 Booster aus der Serie Circuit Break. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wenn ja, schreibt es gerne in die Kommentare. Könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr so tolles gezogen habt. Ich bin sicher, habt ihr auch vielleicht eine Secret Rare gezogen. Wenn ja, schreibt es gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Opening von Yu-Gi-Oh! Ich weiß nicht, ob dann das Deck rauskommt das nächste oder schon wieder die nächste Serie. Es kommen noch 2 Serien, glaube ich, bis Ende Jahr oder bis Ende Anfangs Jahres und dann ein Deck noch. Also für Stoff ist gesorgt. Bis dann. Bye bye.